Hallo Leute, ich schon wieder. Heute ist der 5. Januar, das Jahr 2016 ist schon da und deshalb wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen richtig geilen Start ins neue Jahr und auch gute Ferien. Den Studenten wünsche ich viel Glück während der kommenden Prüfungen und allen schönes Weihnachten, das zu uns bald auch kommt. Nämlich in einem Tag, ja morgen. Morgen abends ist schon Heiligabend und dann kommt Weihnachten. Heute gehe ich auf eine der Fragen ein, nämlich welche Feste haben Sie gern? Feiern Sie Weihnachten? Was mich angeht, habe ich im Jahr so ungefähr 3 Feste, die ich wirklich besonders gern habe. Das sind erstens Weihnachten und Neujahr. Für mich gehören diese Feste immer irgendwie zusammen. Dann zweitens Ostern oder wie wir es auf Russisch nennen, Pascha, das Pascha-Fest. Und an dritter Stelle kommt dann der Tag des Sieges, der 9. Mai. Dieses Fest habe ich auch wirklich sehr, sehr gern. In diesem Video aber erzähle ich vielleicht nur über die Feste, die wir jetzt haben, nämlich Weihnachten und Neujahr. Also, jetzt geht's los. Eigentlich sagt man auf Deutsch nicht Neujahr oder Neujahrtag oder Neujahrfest. Ich meine über den 31. Dezember. Man sagt in Deutschland Silvester oder Silvestertag oder der Silvestertag, ich weiß nicht. Das hängt damit zusammen, dass die katholische Kirche an diesem Tag des Papstes Silvester gedenkt, wenn ich mich nicht irre. In Russland ist dieser Tag vielleicht das größte Fest im Jahr, wirklich das größte Fest. Und das kann man sehr leicht merken. Erstens, weil wir zu dieser Zeit die größten, die längsten Ferien haben. Man hat so ungefähr, ich glaube, ja, 11 Tage frei. In diesen Tagen herrscht überall eine ganz besondere Atmosphäre, wie in Europa, glaube ich, auch in Russland. Überall stehen Weihnachtsbäume, sie sind so prachtvoll, sie sind sehr schön beleuchtet, die Lichterketten sind überall. Das sieht wirklich sehr schön aus. Zu uns ist endlich der richtige Winter gekommen. Auf der Straße ist es jetzt so ungefähr minus 20 Grad, ja wirklich sehr kalt, aber auch Schnee. Deshalb kann man Ski laufen, man kann auch Eis laufen. Die größte Eisbahn, glaube ich, hat man im Gorki Park. Und der Gorki Park befindet sich neben unserer Universität zwischen den Metrostationen Parkkultur und Oktjabrskaja. Was die Bräuche angeht, die man am Silvestertag in Russland hat, dazu gehört unter anderem die Bescherung. Als Kind hatte ich dieses Fest natürlich am liebsten im Jahr. Viele Geschenke, die Atmosphäre, wir stellen immer den Weihnachtsbaum auf und dann schmücken wir ihn mit Christbaumschmuck. Silvester war bei uns immer ein Familienfest. Wir verbrachten diese Stunden, ich meine die Mitternacht, immer zusammen. Dann sieht man immer zusammen feiern, so zumindest ein bisschen, wie unser Präsident zu uns etwas sagt, etwas Schöne. Aber dann, nachdem ich ein paar Stunden mit meiner Familie verbringe, ging ich immer zu meinen Freunden. Und wir hatten große Partys und wir feierten die ganze Nacht. Und das war wunderbar, wirklich wunderbar. Wir spielten Gitarre, wir hatten schöne Gespräche. Diesmal war alles aber ein bisschen anders. Ich bin einfach mit meiner Familie geblieben. Natürlich gibt es was Besondere, wenn man die ganze Nacht feiert, aber diese Zeiten sind vorbei, das macht mir nicht so viel Spaß wie früher. Oft war es so, dass ich, nachdem ich die ganze Nacht gefeiert habe, krank geworden bin und dann verbringe ich die ganze Ferien in meinem Bett mit hohem Fieber. Was Weihnachten angeht, hat unsere Familie dieses Fest fast nie richtig
gefeiert. Wir waren keine Christen. In Russland sieht die Situation irgendwie so aus. Wenn man richtig religiös ist, dann spielt Weihnachten für diese Menschen eine ganz besondere Rolle und wie die, für die Familie, die religiös ist. Aber wenn man so säkulär ist und glaubt nicht an Gott, dann feiert man Weihnachten nicht. Man hat Neujahr und das reicht. Meine Mutter und ich haben uns bewusstvoll taufen lassen vor einigen Jahren und deshalb haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Jetzt spielt Neujahr für uns gar nicht so wichtige Rolle. Jetzt ist Weihnachten das wunderschönste Fest für mich im Winter. Der Höhepunkt dieses Festes ist natürlich der Besuch in die Kirche. Man bereitet sich, man liest viel, man denkt sehr viel über sein Leben, man tut natürlich Buße und man ändert sich. Man geht oft in die Kirche und dann kommt das Fest und man geht zur Kommunion und man nimmt an der göttlichen Liturgie teil und was man fühlt in diesen Stunden ist unbeschreiblich. Neujahr scheint so sinnlos zu sein, wenn ein religiöser Mensch dieses Fest mit Weihnachten vergleicht. Ich erinnere mich an die Worte, die einmal einer der unseren Heiligen, der unseren großen Heiligen gesagt hat. Das war Athanasius der Große. Er hat einmal sowas gesagt: Das Wort Gottes wurde Mensch, damit Mensch vergöttlicht würde. Das erklärt, glaube ich, sehr gut, was zu Weihnachten geschieht. Gott ist Mensch geworden, damit wir Gott ähnlich werden könnten. Anders gesagt, man soll vollkommen werden. Aber wie kann man das machen? Es ist unmöglich. Aus menschlicher Sicht ist es eigentlich Torheit. Aber für Gott ist alles möglich. Gerd Moroz, Weihnachtsmann, das alles ist Märchen. Aber Weihnachten ist für religiöse Menschen kein Märchen. Man fühlt, es ist ja real irgendwie so. Also ja, sorry für so ein bisschen Theologie. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis dann. Bis bald. Das Golfstage. Baka.